Ja, liebes Fußball-Deutschland, wir sind hier direkt vor dem Stadion in Fortaleza. Tausende deutsche Fans, ich schätze mal 8000 summa summarum, müssten hier sein. Also Support ist wahnsinnig und die Osthessen sind überall. Ich habe gerade Ulrike Schön aus Hünfeld getroffen. Ja, Uli, erzähl mal ein bisschen was. Was hast du bisher erlebt hier in Brasilien? Seit wann bist du hier und wie gefällt es dir? Also wir sind seit ungefähr seit 4 Tagen hier, haben leider, die Portugiesen haben uns mal eben eine Nacht in Lissabon festgehalten und haben uns dann erst einen Tag später hierher geflogen. Wir waren in einem total coolen Hippie-Ort, 100 Kilometer südlich von hier. Die Leute waren alle super, super nett. Wir haben dort Fußball geschaut, wir haben ganz, ganz viele Leute kennengelernt. Es war super toll und jetzt heute tauchen wir das erste Mal so richtig rein ins WM-Feeling. Saugeil. Ja, das sieht man dir auch an in deinem Outfit, also sehr stark. Du hast noch 2 Mitstreiter aus Stuttgart, das sind echte Experten. Jetzt kommt ja schon der Pokal vorbei. Echte Experten aus dem Raum Stuttgart. Die Stimmung ist gut, das sieht man einfach. Ja, der Kollege hier, sag nochmal deinen Namen gerade. Mario. Mario, der Mario war schon ein paar Mal in Brasilien und weiß schon, wie das Land tickt. Was sagst du zu der Stimmung hier im Land? Einwandfrei. Also ich hätte schon gedacht, dass mehr Demonstrationen oder sowas sind, aber man kriegt ja gar nichts mit. Jetzt, ich habe gewusst, wenn die WM erstmal läuft, wenn der Ball rollt, dann ist das Fest einfach da. Ja, und die Brasilianer sind mit dem Herzen dabei. Absolut, ist mir auch bisher aufgefallen. Jetzt muss ich natürlich noch wissen, was tippt ihr heute gegen Ghana? Erstes Spiel war überragend, zweites Spiel kann doch genauso sein, oder? Auf jeden Fall, also mindestens 3-0 und wir tippen natürlich auf Gruppensieg, damit wir in Maracanã das Viertelfinale erleben können. Da würde ich gerne auch hin. Uli, was tippst du? Ich tippe 4-1. Und der Christian, mein Namensvetter, was sagst du? Ich tippe 3-1 auf jeden Fall. Das machen wir heute. Alles klar, 3-1. Ich glaube auch, dass wir das gewinnen. Wir sind alle sehr optimistisch. Genau. Deutschland. Und ich wünsche euch alles Gute, schönes Spiel. Guckt schön zu Hause, grillt Steaks und lasst es euch gut gehen. Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Die Tipps waren sehr optimistisch. Das Spiel war extrem intensiv, gerade in der zweiten Hälfte. Da hat man gemerkt, dass die Temperaturen ein bisschen runtergegangen sind. Ja, 2-2 gegen Ghana ist es ausgegangen. Ich denke, es ist verdient. Die Ghana haben einen großen Kampf geliefert. Wir haben doch auch merken müssen, dass es kein Selbstläufer ist, diese Weltmeisterschaft. Nichtsdestotrotz bleibt vom heutigen Tag mein Fazit. Die Stimmung war großartig. Die Fans haben draußen gefeiert. Da waren auch noch Mexikaner, noch Kolumbianer dabei. Also alle möglichen Völker hier versammelt im Stadion. Die Atmosphäre war fast noch großartiger als in Salvador. Es war wahnsinnig laut. Jetzt werden die Mannschaften gerade verabschiedet. Thomas Müller unten noch behandelt. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Die Verletzung ist im Kopfballduell. Hat was am Kiefer bekommen, meine ich. Hoffen wir, dass es ihm besser geht. Wir arbeiten jetzt erstmal, arbeiten das Spiel auf, schreiben unsere Texte und dann fliegen wir heute schon wieder nach Hause. Ein wahnsinnig intensiver Tag. Ich glaube, wir sind geschafft, aber es ist großartig. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Genießt ihn noch beim Bier, beim Grillen, wie auch immer. Bis morgen. Ciao.